Kurz bevor die ersten Gäste kommen, wird in der Küche schon fleißig gearbeitet. Heute gibt es unter anderem Brotknödel. Was gekocht wird, wissen die ehrenamtlichen Köche immer erst kurz vorher. Das ist natürlich immer sehr stark abhängig von dem, was wir retten können. Ne? Also jetzt haben wir zum Beispiel bestimmt 40 Pakete Salat gehabt. 30 davon mussten wir wegschmeißen, weil die wirklich dann auch erst aussortiert werden, wenn sie wirklich drüber sind. Und dann entsteht sowas zum Beispiel. Jetzt haben wir halt bestimmt 5 Kilo Brot gerettet und daraus machen wir dann halt Knödel. Das ist ja immer sehr interessant, was dabei herauskommt. Außerdem Quiche, Kuchen und jede Menge Dips. Vieles ist vegan oder vegetarisch. Gekocht wird heute für rund 200 Leute. Und das nur aus Lebensmitteln, die sonst im Müll gelandet wären. Die bekommen die Helferinnen und Helfer über die Plattform Foodsharing von Supermärkten oder Caterern aus der Region. Es gibt ja einige Organisationen, die Lebensmittel retten und diese auch weitergeben. Aber wir haben gesagt, wir möchten noch ein bisschen so einen draufsetzen, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Und dann, warum nicht daraus gleich kochen, was Schönes kochen und laden die Menschen da ein, weil nämlich gerade einerseits ist Futter Teresa nicht nur ein Café, was eben für Lebensmittelwertschätzung steht, sondern auch eine Gemeinschaft. Alle 2 Wochen öffnet das Pop-Up-Café und das immer woanders. Dieses Mal kochen und bewirten die rund 25 Helfer ihre Gäste im Braunschweiger Mehrgenerationenhaus. Hallo. Möchten Sie noch ein Stück? Entweder habe ich hier Brot mit Möhrencreme und Pesto oder Knödel aus gerettetem Brot mit Thunfischcreme. Die Gerichte aus den geretteten Lebensmitteln sind übrigens kostenlos. Nur die Getränke müssen bezahlt werden. Und jeder ist hier willkommen. Die Idee finde ich super, weil die Lebensmittel würden ja sonst einfach weggeschmissen werden und würden keinen Sinn und keinen Zweck mehr haben. Und so gibt es genug Leute, die das Ganze noch essen. Und jedes Mal ist es auch sehr, sehr lecker. Die meisten sind ja noch genießbar und deswegen finde ich das super, dass gegen Lebensmittelverschwendung vorgegangen wird. Ich finde das Ganze super und ich bin heute hier, weil ich Lust habe, mich ab und zu mal selber zu beteiligen und zu schnippeln. Und was für jeden Restaurantbesitzer ein absoluter Albtraum wäre, ist hier im Café das erklärte Ziel. Das ist eigentlich die beste Nachricht des Tages, wenn wir rauskommen können und sagen, hier lieben wir eine gute Nachricht, Essen ist aus. Weil wir haben alles gerettet. Bis Ende des Jahres hätte das Team, das sich aus Spenden finanziert, gerne einen eigenen festen Standort, um dann jeden Tag leckere Gerichte zu machen aus Essen, das sonst im Müll gelandet wäre. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.